Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Heute ganz am Anfang zurück in Missouri, denn hier gibt es natürlich ein paar ordentlich dicke Seemonster, die wir seit dem letzten Update noch nicht beangelt haben. Und die wollen wir natürlich nicht vernachlässigen. Deshalb machen wir das heute, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, denn die zweite Roadmap wurde veröffentlicht und damit möchte ich gerne ein bisschen mich beschäftigen in dem Video. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was da so drin steht. Ich hoffe, ich kann dann gleich lesen. Wenn nicht, haben wir sowieso wieder ein Problem. Aber erstmal gucken wir uns das Setup an, was wir heute verwenden werden. Denn wir werden natürlich auf die riesengroßen, dicken Fische gehen. Das heißt, eine dicke Rute, Nero 93 mindestens ist Pflicht. Eximator 5500. Ganz klar auf dem Programm. 18er geflochtene. 10er Haken. Ja, täuscht euch nicht. Da fehlt einfach der Schrägstrich und die Null. Also, das ist ein Anzeigefehler. Ganz klar. Da sehen wir hier auch schon, der Haken hier sieht richtig groß aus und natürlich Schlangen als Köder. Und dann gucken wir mal, was da an den Haken geht. Da sind wir auf jeden Fall schon ziemlich gespannt. Ich bin an dem unteren Spot hier in Dingens, in Missouri, kann ich mal hier, also an dem hier. Da schwimmen die gleichen Monster wahrscheinlich auch rum, aber ich möchte mich jetzt gern hier aufhalten. Und werde es dann auch direkt damit versuchen, indem ich das hier einfach mal ins Wasser werfe und guck, was passiert. So, ich hoffe, ich verpenne jetzt nicht die Hälfte der Bisse. Denn die Fische beißen ziemlich vorsichtig. Und deshalb sieht man da keinen Ausschlag, bevor der Biss kommt. Manchmal zupft die Pose ein bisschen, deshalb versuche ich mich jetzt darauf zu konzentrieren. Während ich hier versuche, mit dem linken Auge auf meinen Zettel zu gucken. Ich glaube, da kam sogar schon der erste Zupfer. Ach komm, den ersten Fisch können wir abwarten, bevor wir hier mit der Roadmap starten. Ich sortiere hier schon mal meine Zettel. Und dann gucken wir mal, was uns hier als erstes aus dem Wasser entgegenspringen wird. Da zieht er ab. Das erste Monster ist ganz klar ein Blacktail-Shiner. Ja, nice. Also da hat er hier den schwarzen Punkt an der Flosse, des ist der Blacktail-Shiner. Ich glaube, es gibt auch noch den Kammern-Shiner neu. Den Stumpfnasendürbel oder sowas. Irgendwie sowas ganz komisches. Und den schwarzen Zwergwels und fragt mich nicht, den grünen Sonnenfisch. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall eine Menge. Mal gucken, wie viel wir davon letztendlich in dem Video sehen werden. Ich werde das jetzt einfach mit dem Regenwurm durchziehen. Vielleicht nochmal später dann auf den schwarzen Zwergwels switchen. Aber mal sehen. Erstmal wollen wir jetzt anfangen mit der Roadmap tatsächlich. Die hatten ja jetzt vor gestern, glaube ich. Oder vorgestern, ich weiß es gar nicht. Ich glaube gestern. Also wenn das Video rauskommt, vorgestern. Hatten die die Roadmap veröffentlicht. Und da steht drin, was die in naher Zukunft planen, beziehungsweise woran die gerade arbeiten. Und was in ungefähr einem Monat, ich glaube etwas mehr als einem Monat stand da, zumindest schon mal in den Closed-Beta-Test gehen wird. Also, da haben wir den Stumpfnasendöbel, Zwergdöbel, auch wieder so ein riesen Monsterfisch mit 0,087 Kilo. Aber ich finde, der sieht auf jeden Fall schön aus, mit dem Streifen. Schöner Fisch. Nehmen wir mit. Also, in etwas mehr als einem Monat wird das in den Closed-Beta-Test gehen. Und dann, ich weiß nicht, wie lange das dann noch bis zum Release dauern wird. Aber ich denke mal nicht mehr allzu lang. Ich glaube, das letzte Mal, als der Patch vorher getestet wurde, kam da auch irgendwie 1, 2, 3 Wochen später oder so dann auf die Public Server. Also, denke ich mal so in ungefähr 1,5 bis 2 Monaten wird dann auch der Patch released, in dem dann die Features hier auftauchen, beziehungsweise eins wird schon nächste Woche kommen, dazu aber dann, wenn wir da sind. Denn als erstes wird da ein neues Gewässer aufgeführt, und zwar in Texas. Und ich glaube, das soll sogar kostenlos sein, also ne, keiner mehr, der das Problem hat, dass er nicht mehr traveln kann, weil er keine Kohle hat. Auch wenn jetzt Missouri nicht ganz so teuer ist, wenn man sich hier täglich einloggt, dann kann man eigentlich mit dem Bonus das noch halbwegs retten, dass man hier schnell wieder angeln kann. Aber Missouri soll tatsächlich, Texas soll tatsächlich angeblich kostenlos werden. Und das wird auch der Start
sein, beziehungsweise das Gewässer, wo man dann letztendlich sein Haus bauen kann. Und seine Garage und sein Trophy Room und was weiß ich, wo man dann die Boote unterstellen kann, die Routen und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall die gleiche Map sein. Ich weiß nicht, ob das dann an dem Gewässer sein wird oder ob das einfach nur im Start sein wird. Oder ob es ein Haus ist mit Privatteich, was weiß ich. Das wird sich dann alles zeigen. Aber das Gewässer wird auf jeden Fall schon mal released. Ich glaube, das mit dem Hausbau und so, das wird dann erst relativ spät kommen. Ich glaube, das schon auch in der Roadmap relativ spät. Ich glaube, im letzten Abschnitt. Deshalb, damit würde ich auf jeden Fall nicht rechnen, aber schon mal neues Gewässer. Immerhin, mal gucken, was da noch zu fangen gibt. Dann wird der Chat überarbeitet. Gut, den habe ich jetzt hier ausgeblendet, aber wenn wir den jetzt eben anmachen, ja, man kann nicht auf das Privatfeld zugreifen und was weiß ich. Aber dann wird da rechts von dem Chatfenster daneben irgendwelche Buttons geben, die man wahrscheinlich anklicken kann oder so. Ich weiß nicht, die Bilder waren ziemlich klein, ich habe das nicht rangezoomt gehabt. Aber wahrscheinlich kann man dann das Privatfenster antappen und irgendwas mit ignorieren stand da von ignorierten Benutzern. Also Vereinfachung. Nicht so wichtig wie das nächste, denn dann geht's an die weiteren geplanten Multiplayer-Features. Es wird leider noch keinen echten Multiplayer geben. Das finde ich ein bisschen schade. Ganz ehrlich, ich hätte mich da vielleicht eher drauf konzentriert, als auf die restlichen Feature wie neues Gewässer und eine Menge neue Fischarten werden kommen. Das aber später noch. Aber ich finde, der echte Multiplayer ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, Hauptaugenmerk, wo ich gerade den Fokus drauf legen würde, weil der einfach die Spieler im Spiel hält und ein bisschen mehr Spielspaß bringt, als den 98.000 neuen Fisch. Aber ganz ehrlich, okay, die hauen jetzt natürlich auch dann die Levelbegrenzung mit weg und man kann auch dann dementsprechend mit einem frühen Level zu den neuen Gewässern hin und auch die neuen Fische angeln. Aber wenn man die dann einmal alle gefangen hat, ist irgendwann auch die Luft raus und wenn man mit Freunden zusammen angeln kann, ist das immer ein bisschen lustiger. Deshalb schade, dass das nicht kommt. Das haben sie nicht erwähnt in der Roadmap. Deshalb mal gucken. Auf jeden Fall gibt es aber dann Competitions, die dazukommen werden, sowie Challenges und Tournaments. Also wenigstens so ein bisschen Interaktion zwischen den Spielern, was vielleicht so ein bisschen noch Motivation dann bringen könnte. Wenn man irgendwelche Aufgaben hat im Spiel. Das ist eigentlich ganz nice. Nicht so nice wie ein richtiger Multiplayer natürlich. Aber gut. Immerhin so eine kleine Aufgabe, die man bekommt. Denn auch bei den Turnieren, da gibt es dann so Turnierserien und Ränge und spezielle Gegenstände und Köder für die Turniere oder die man gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht so genau daraus entziffern können, was genau die damit meinen. Die schon nur Tournament Items and Tackles. Aber ob das jetzt spezielle Köder dafür oder die man dadurch bekommt, das erschloss ich mir daraus nicht so ganz. Aber gut, die Serien werden natürlich wieder nichts für mich sein, weil man da wahrscheinlich wieder mega viel Zeit investieren muss und was weiß ich, auf die Ränge scheiße ich auch ganz ehrlich gesagt. Das wird nichts für mich sein. Das überlasse ich anderen. Aber so, ich weiß nicht, die hatten auch irgendwelche Kurzturniere da erwähnt oder so. Das fände ich eigentlich ganz nice. Das hat, glaube ich, schon mal angesprochen, dass ich irgendwie so bevorzugen würde, wenn irgendwie eine halbe Stunde so ein Turnier machen, wo man dann Zeit hat, die Fische zu fangen und dann am Ende abgerechnet wird, als wenn man jetzt eine Woche irgendwie auf so eine Serie da angelt und dann nach Tabelle da und was weiß ich. Ist mit Sicherheit auch nice. Hier haben wir noch einen neuen Fisch, der grüne Sonnenbarsch. Macht bestimmt Spaß, aber für mich halt eine Frage, wie viel Zeit man dann investieren muss. Und was dabei am Ende rausspringt, ne? Wenn ich jetzt dafür so ein Crankbait als Preis zum Beispiel eine Woche angeln muss, dann lohnt sich das für mich nicht. Und wenn ich da ein Boot bei rausspringt, dann vielleicht schon eher. Aber das werden wir dann sehen, wenn das rauskommt. Challenge ist auf jeden Fall interessant. Gibt zumindest ein paar Aufgaben. Dann kommen die Teams und die Clubs. Teams wahrscheinlich in Zusammenhang mit den Turnieren oder Competitions. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, wozu sonst Teams geben sollte. Denn bei den, weil es da keinen echten Multiplayer gibt, würde eigentlich wenig Sinn machen, wenn das nicht bei den Turnieren irgendwie mit Berücksichtigung finden würde. Clubs, wie gesagt, ja, die gibt es ja jetzt zum Teil auch schon, nur dass die noch nicht in Clubs eingetragen sind. Aber
Die Spiele haben ja schon ihre Namenkürzel davor. Deshalb da nichts viel Neues. Dann gibt es natürlich noch Quests mit den NPCs. Also das ähnliche Prinzip wie Challenges. Wobei das mehr so aufgebaut sein wird, dass ihr die Quests an so einem schwarzen Brett hier hängen am Gewässer. Und die man dann einfach annehmen kann. So, da ist mir kurz das Spiel abgeschmiert. Aber macht nichts. Wir machen einfach da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Nämlich mit der Angel im Wasser. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei den Quests, bei dem schwarzen Brett, glaube ich. Das hatte ich erwähnt gehabt. Und es wird dann auch so Wasserpflanzen geben und Müll und Stiefel und was weiß ich, Scary Stuff stand da, glaube ich, den man dann aus dem Wasser holen kann, anstelle von Fischen. Na gut, wenn sie damit unbedingt Zeit verbringen wollen, das extra zu implementieren, ne, da kommt wieder das zum Tragen, was ich gerade schon gesagt habe. Vielleicht ein bisschen mehr den Fokus auf Multiplayer legen, auf den echten, als auf sowas. Denn ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, hier so Wasserpflanzen oder so eine Scheiße zu fangen. Aber gut, vielleicht möchte das ja einer sehen oder haben, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich finde, das kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt implementieren, wenn das Grundgerüst zumindest steht und das Spiel seine Spiele halten kann und nicht nur am Anfang Spaß macht. Das ist mir aufgefallen. Ich war heute hier relativ lange in Missouri schon am Angeln. Hab hier ein paar Alligatorhechte und sowas gefangen und die kleinen Fische gesucht. Ich muss sagen, dass die Chatrooms hier ziemlich voll waren. Die waren fast immer bei 20 Leuten. Und je höher man dann kommt, desto weniger wird es tatsächlich. In Michigan geht es noch halbwegs, weil da sich halt die versammeln, die es leveln wollen. Aber wenn man sich dann irgendwo anders umguckt, in, was weiß ich, Colorado oder sonst wo, dann geht jetzt schon rapide bergab, weil das Spiel irgendwann einfach abbaut. Und da würde der Multiplayer schon helfen. Aber hier auf jeden Fall, der Angelnachwuchs ist noch da. Von daher sehe ich zumindest noch Zukunft, wenn die das jetzt hier nicht komplett verbocken. Was gab es hier noch? Freies Bewegen wird kommen. Ja gut, das haben sie ja schon vorher gesagt. Aber wird dann halt auch im nächsten Patch kommen, wo man dann halt die Shoreline, was heißt denn Shoreline auf Deutsch? Das ist jetzt eine gute Frage. Küste, Rand, weiß ich, Ufer. Ufer wahrscheinlich, wo man das Ufer entlang laufen kann. Hatten ja im Michigan schon mal so halbwegs angefangen mit dem Leuchtturm da. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit das klappt mit, ob man jetzt von hier tatsächlich zum anderen Spot hier quasi hinlaufen kann oder auf die andere Seite, wo aber auf die andere Seite glaube ich nicht, weil da keine Brücke ist. Aber inwieweit das dann klappen wird, wird sich noch zeigen. Und da kommen wir auch schon zu dem, was nächste Woche kommen wird, denn das wird tatsächlich noch ein neuer Spot in Michigan sein. Also nix für Low Level, sondern eher wieder für, ich weiß gar nicht, wann ist Michigan? 18, 20? Ich glaube 20, ne? Ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall kommt da noch ein neuer Spot, als ob es da noch nicht genug gäbe. Ich weiß gar nicht, wie viele. Es gibt da jetzt schon 1, 2, 3, 4, glaube ich. Und dann noch ein fünfter. Na gut. Gucken wir mal, was dann da für Fische sind. Wahrscheinlich dieselben. Nur halt mal ein anderes optisches Bild, was sich einem beim Angeln bietet. Aber gut. Kommt auf jeden Fall. Dann, da werden wir mit Sicherheit auch reinschauen. Also, das sehen wir dann nächste Woche. Und was dann kommt, was ich richtig geil finde, sind 30 neue Fischarten. Ich weiß, gerade noch drüber gemeckert, dass sie sich lieber auf das Multiplayer-Spiel konzentrieren sollten. Aber, Leute, es sind nicht irgendwelche Fischarten. Es sind zum einen mal europäische Fischarten, während wir den Stumpfnasenzwergdöbel sehen. Ja, das größte Fischchen hier in ganz Missouri. Es ist nicht nur der europäische Fisch, der dazu kommen wird, sondern auch der Tarpon. Leute, es kommt der Tarpon. Und der Tarpon, denken sich manche vielleicht, oh, könnte da vielleicht Salzwasserfische kommen? Ja, vielleicht wird das kommen, aber ich glaube nicht. Denn der zieht tatsächlich in den Süßwasserbereichen auch rein, in Flüssen. Ich glaube, der wächst sogar in Flüssen auf und zieht dann erst im späteren Leben ins Meer rein.
Ich habe da, boah, war ich in so einem Doku darüber gesehen, vor 2 Wochen oder so, oder vor einem, vielleicht so schon Monate oder 2 Monate, ich weiß es nicht mehr. Da haben die auf jeden Fall in den Flüssen die Tarpune gesucht und auch gefangen und dann in den Delta-Bereichen und vorm Delta in den Meeren die auch beangelt. Und ich glaube, wenn die größer werden, dann ziehen die auf jeden Fall in die Meere. Deshalb bin ich mal gespannt, wie groß der dann letztendlich im Spiel wird. Also in echt wird der schon ziemlich groß, ich glaube bis 200 Meter so ungefähr. Aber wie wer der dann hier in den Flüssen und Seen wird, das bleibt abzuwarten. Ich frage mich dann, wo der kommen wird. Vielleicht in Texas. Ich kenne mich da mit den amerikanischen Fischverteilungen nicht so aus, aber Texas könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sogar, wobei Florida eigentlich auch. Ich glaube in Florida, da schwimmen die auch rum. Na gut, auf jeden Fall waren da ein paar Bilder noch dabei. Ich weiß nicht, vielleicht packe ich auf Thumbnail drauf oder so. Von den Tarpunen und von 2 Lachsarten, die werden auch kommen. Und dann halt noch entsprechend 27 andere. Was genau, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich auf Aal oder europäischen Wels, da hatte ich natürlich mega Bock drauf. Die Frage ist halt, wie das hier mit den Gewässern dann aussieht, weil wenn dann noch keine europäischen Gewässer gibt und europäische Fische, wo soll man die hinpacken? Bin ich gespannt, wie die das regeln. Vorhin 30 neue Arten, das ist schon extrem krass. Das heißt, es wird wieder bei jedem Gewässer hier wahrscheinlich neue Arten geben. Naja, sehen wir dann. Was auch noch kommen wird, sind Kampfverbesserungen. Also das ist ja hier tatsächlich bis jetzt eher mau. Der Fischkampf. Ich meine, bei den Kleinen sowieso, aber auch wenn man einen Großen dran hat, dann ist das ja mehr so ein Ausdauerspiel als ein wirklicher Kampf. Weil wirklich verlieren kann man den Fisch eigentlich nicht, wenn man sich nicht äußerst dämlich anstellt. Klar, Entschuldigung. Klar kann man so einen Fisch abreißen, wenn man irgendwie nebenbei am Chatten ist oder auf dem Fernseher guckt oder auf dem Handy spielt oder was weiß ich. Aber wenn man eigentlich konzentriert drauf aufpasst, dann holt man eigentlich easy rein und wirklich Fluchten gibt es ja auch nicht. Dann ist ja mehr so ein, ja komm, ich hole jetzt jede Sekunde einen Meter rein und dann hat man den irgendwann. Da bin ich gespannt, wie das regeln werden. Das hatten ja schon ein paar Mal irgendwie gesagt, dass die an den Kämpfen arbeiten und die ja schon härter gemacht haben und was weiß ich, aber bis jetzt überzeugt mich das noch nicht so. Aber gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Das war's erstmal dazu. Dann wird's noch Gameplay-Veränderungen geben. Es wird eine Reputation eingeführt. Also wahrscheinlich kann man dann andere Spieler bewerten. Je nachdem, wie die sich im Chat benehmen und verhalten und was weiß ich. Ob's das irgendwie Auswirkungen hat bezüglich Turnierteilnahme oder sonst was oder ob dann Clubs sagen können, ja, wir nehmen nur Spiele auf mit einer Reputation über einem bestimmten Wert und darunter nicht oder was weiß ich. Das wird man dann letztendlich alles sehen müssen. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass die sowas machen, weil man, ja gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich glaube, wenn man dann wahrscheinlich das Profil anklicken wird von den einzelnen Spielern, dann kann man das natürlich sehen. Aber gibt natürlich nochmal so ein, ich will nicht sagen so ein Bonus, aber so ein Anreiz vielleicht, wenn irgendwer im Chat fragt, dass man dem Hilfe gibt oder was weiß ich. Oder wenn man sich einfach bei irgendwem bedanken möchte, dass man dem eine positive Bewertung zuschickt oder so. Also finde ich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ganz nett gemacht. Das ist auf jeden Fall gut zum Community-Dienst. Was haben wir hier noch? Level-Locks weg. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Also die Levelbegrenzungen werden entfernt. Das steht auch schon fest. Deshalb habe ich mich ja letztes Mal schon aufgeregt gehabt, warum die Alberta ab Level 22 machen. Aber ich bin jetzt übrigens Level 22. Also ich kann da wieder hin, aber ich möchte da nicht hin. So, das dazu. Aber gut, wird dann auch in den nächsten, im nächsten großen Update entfernt. Da bin ich auch mal gespannt drauf, wenn dann die ganzen, ganzen Anfänger hier nicht mehr in Missouri rumlungern, sondern die Welt erobern. Wird bestimmt lustig. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann gibt es eine neue Anzeige für die Haltbarkeit von Items. Das finde ich eigentlich ganz nice, weil jetzt ist das mehr so random. Irgendwie weiß keiner genau, wie sich das abnutzt und woher das kommt. Und wann die kaputt gehen. Deshalb so eine Anzeige ist eigentlich ganz nett. Und das Repair and, boah, da geht es schon los mit dem Lesen. Damage-System wird überarbeitet. Ja gut, das steht dann im Zusammenhang damit. Wie genau, das weiß natürlich jetzt keiner. Und das war schon der erste Zettel.
Da gehen wir direkt zum zweiten über. Der ist nicht mehr ganz so voll. Aber ein paar Punkte gibt es noch, die wir zu besprechen haben. Und das ist die Fisch-KI. Die wird tatsächlich verbessert. Nicht nur von der Bewegung her. Die hatten da so ein animiertes Bild irgendwie reingestellt. Sondern auch das Abschaffen der Hotspots. Und das Abschaffen von den Gewichten. Ich glaube, das hatte ich schon mal bei der ersten Roadmap erwähnt, dass die Gewichte mehr variieren wollen, dass man nicht mehr sagen kann, ja komm, ich habe jetzt hier einen Trophy-Hecht, der wiegt 12 Kilo. Dass die Gewicht-Ranges wahrscheinlich irgendwie breiter verteilt sind und nicht mehr so vorhersehbar ist. Das wird auch in dem Update kommen. Und dann wird es eine neue Währung geben. Was das soll, weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht so genau. Es könnte damit zusammenhängen, dass es auch neue Premium-Features geben wird. Das müssen die auf jeden Fall machen. Das war klar, dass sowas kommen wird. Denn wenn die Levelbegrenzung entfernen, ganz ehrlich, welcher Bonus bringt da noch seinen Premium-Account, außer dass man immer noch schneller leveln würde und gegebenenfalls irgendwelches Equipment, was eine Levelbegrenzung hat, eher erreicht. Aber die Gewässer sind eigentlich der größte Anreiz, für mich zumindest gewesen, um den Premium-Account zu besorgen. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich den, glaube ich, nicht gehabt. Also deshalb vielleicht in dem Zusammenhang auch eine neue Währung. Ansonsten noch eine dritte Währung. Boah, weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber gut, wird kommen. Wir werden dann sehen, wofür es letztendlich ist. Und man kann seine Items verkaufen. Das wird auch kommen. Da haben wir manche schon oft in irgendwelchen Foren geschrieben, dass das mal eingeführt werden sollte. Denn gerade so die Anfängersachen oder so, oder wenn Sachen kaputt sind und man die nicht reparieren will, weil man schon neue gekauft hat oder sowieso umrüsten muss und einfach zu viel dann da rumliegen hat, gerade wenn dann auch die Garage hinter da gebaut werden kann, wo dann die Sachen drin ist, dass da nicht so ein Chaos ausbricht irgendwie. Also kann man jetzt auf jeden Fall verkaufen. Und dann wird es auch noch Skins dazu geben. Das hatten wir schon angekündigt. Mit den Kisten, wie bei diversen anderen Spielen auch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, die hat nur jetzt geschrieben, dass Skins kommen werden. Ob das schon die Kisten sein werden, das stand da glaube ich nicht. Nee. Aber Skins kommen auf jeden Fall. Wahrscheinlich dann auch mit den Kisten, wenn nicht. Können wir sie vielleicht so kaufen, ich weiß es nicht. Aber werden wir dann auch spätestens sehen, wenn es soweit ist. Was haben wir noch hier stehen? Neue Wetterbedingungen. Ja gut, haben sie geschrieben. Neue Wetterbedingungen wird es geben. Ob das jetzt detaillierter sein wird oder weiß ich nicht, also vielleicht noch Regen dazu. Gibt es überhaupt Regen? Ja, doch, Regen gibt es auf jeden Fall in New York zumindest. Aber gut, vielleicht meine ich das irgendwie, dass die an den verschiedenen Gewässern noch eine größere Variation haben. Jetzt haben die ja hier zum Beispiel nur Sonne und Wolken, aber Regen hier gibt es zum Beispiel gar nicht. Vielleicht auch mehr dynamischer, dass man nicht mehr sagen kann, der Tag ist jetzt sonnig und es wechselt zwischendurch oder was weiß ich. Sehen wir dann alles. So detailliert war die Roadmap nicht. Ich habe die mir wesentlich detaillierter vorgestellt, aber die hatten eigentlich nur die Punkte nochmal auferzählt und noch ein paar Punkte dazu gesetzt, wie bei der ersten Roadmap auch schon. Ja. Und zum Wetter stand dann nichts mehr, aber Nachtangeln wird kommen. Das auf jeden Fall. Vielleicht ein Hinweis auch auf Aal oder so. Wäre natürlich nice. Aber ansonsten denke ich auch, dass andere Fische dann bei Nacht beißen werden, weil die ja sowieso an der KI arbeiten, wie gesagt. Und dementsprechend, also Zander, ich habe Zander, glaube ich, bis jetzt nur nachts beangelt, also im realen Leben. Von daher denke ich, dass der auf jeden Fall auch nachts beißen wird oder irgendwelche anderen Fische. Wahrscheinlich auch, je nachdem, was da noch alles kommen wird. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass da extra neue Fische implementiert werden müssen, die dann nur nachts beißen. Karlechte und so werden wahrscheinlich auch nachts beißen, also jegliche Raubfische eigentlich, warum nicht? Ne? Und warum auch nicht Friedfische? Karpfenangeln tut man auch nachts, also
Deshalb wird auf jeden Fall kommen und wird bestimmt lustig, wenn auch dunkel. Also im Video werden wir dann wahrscheinlich nicht ganz so viel sehen, weil schon bei den Halloween-Hechten ziemlich dunkel, beziehungsweise im Video ging es eigentlich, aber das Thumbnail war immer ein bisschen sehr dunkel. Konnte man noch nicht mehr viel retten. Aber gut. Was haben wir noch? Einen Punkt haben wir noch. Tackle, License and Achievement Rebalance. Ja, die ändern irgendwie wahrscheinlich dann das Achievement-System. Inwiefern das balanciert wird, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie eine andere Anzahl von Fischen, die man fangen muss, oder andere Leistungen, die man erbringen muss für das ganze Gedöns, was man da gewinnen kann. Und das Lizenzsystem wird vielleicht, was weiß ich, vielleicht Lizenzen billiger oder teurer oder noch detaillierter, dass man für verschiedene Fischarten spezielle Lizenzen braucht. Gibt es ja jetzt schon so halbwegs, dass man irgendwie für Lachse spezielle Lizenzen braucht, aber dass man irgendwie, was weiß ich, Karpfen, sonstiges, keine Ahnung, wird auf jeden Fall auch balanciert. Und Tackle wird insofern balanciert, dass es da neue Parameter geben wird. Ich habe mir jetzt nicht alle aufgeschrieben. Wer die sehen will, kann gerne in die Roadmap reingucken. Ich werde die unten in der Infobox verlinken, wenn ich es nicht vergessen werde. Und dann könnt ihr euch die auch nochmal selber durchlesen. Aber da stand halt, dass sie so einige Parameter bezüglich Schnurdicke zum Beispiel oder Schnurart, also geflochtene Fluoro, Mono und zum Beispiel Wurfgewicht für Routen und was weiß ich, dass sie jetzt irgendwie nochmal überarbeiten wollen bezüglich der Wurfweite oder überhaupt des Auswurfvorgangs. Das wird auf jeden Fall dann auch nochmal geändert. Und ansonsten war es das, glaube ich. Da sind wir durch. Also zusammenfassend muss ich sagen, ich finde es extrem schade, dass sie nicht an dem Multiplayer arbeiten und auch an den Booten, hat man überhaupt nichts von gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo das genau drin stand in der ersten Roadmap, aber ich glaube, Multiplayer stand relativ früh drin. Vielleicht meint jemand Multiplayer natürlich jetzt die Competitions, Challenges und Tournaments. Möglich ist es. Ich finde es aber trotzdem extrem schade. Als Projektmanager würde ich da vielleicht drüber nachdenken, solche Dinge eher einzuführen. Denn so komplexer das Spiel wird, desto schwieriger wird das auch hinterher alles drauf abzuändern. Das haben die, glaube ich, bei, wie heißt das Spiel nochmal, Subnautica oder so. Das wollte ich auch erspielen, aber da habe ich gesehen, dass sie sich nicht sicher sind, ob da jemals ein Multiplayer geben wird, weil eigentlich war das darauf ausgelegt, mal ein Multiplayer-Spiel zu werden. Und dann haben die das angefangen, haben jetzt als Early Access rausgeknallt, wie es heute sowieso gang und gäbe ist und große Mode, obwohl ich das auch nicht so unbedingt befürworte, weil viele Spiele einfach viel zu früh auf den Markt gebracht werden. Einfach um da schnell Geld zu machen oder was weiß ich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Früher hat man Spiele zu Ende programmiert und die dann rausgehauen. Aber gut, das soll nicht Thema sein. Was ich sagen wollte ist, dass die vielleicht mal bisschen an den Features arbeiten sollten, die Leute auch im Spiel halten und nicht neuer Content, sondern Content, um mit Freunden zu spielen, denn das ist heutzutage einfach extrem wichtig und macht auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn man alleine spielt. Aber gut, das dazu positiv auf jeden Fall, dass überhaupt sowas Multiplayer-mäßiges kommt mit Competitions, Challenges, Tournaments und Teams und Clubs, wird bestimmt auch nice. Quests auf jeden Fall, hat man zumindest so ansatzweise ein Ziel im Spiel. Und was haben wir noch gehabt? Ja, der Tapun, der wird natürlich auch nice. Also, schauen wir mal, was das Update bringen wird und wann es kommen wird. Allzu weit wird es wahrscheinlich nicht mehr weg sein, aber ich denke mal so Ende Februar, Anfang März. Irgendwann können wir damit rechnen, vielleicht schon eher, vielleicht schon später, je nachdem wahrscheinlich, wie die zugange kommen, aber das sehen wir dann zu gegebener Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch erstmal gefallen, auch wenn jetzt hier nur kleine Fische am Start waren, aber ich brauchte irgendwas, wo ich einfach Brain AFK angeln kann und hier auf meine Zettel gucken kann, lesen kann, erzählen kann. Also, deshalb. Heute die kleinen Fische hatten wir sowieso noch nicht im Video, haben wir die wenigstens auch mal eher
lebt und fang hier noch eins zum Abschluss und auch noch hier den Döbel. Hervorragend. Perfekt. So kann man auf jeden Fall das Video beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn nicht, könnt ihr auch bewerten. Mir egal. Macht, was ihr wollt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Petri heil, macht's gut, viel Spaß und wir sehen uns. Haut rein.